Das ist ein sehr atypischer Wagner. Nicht nur, dass es seine dritte Oper war, aber doch in die Tradition der Grand Théâtre nach Meyerbeer und nach Halévy. Und es ist auch sehr interessant, weil er hat durch diese revolutionäre Gedanken das Libretto in Rienzi, es war so ein Nebeneffekt, ein Epiphänomen von seinen eigenen Ideen in die 1830 in Dresden. Das ist ein revolutionärer Wagner, ein junger Wagner, wobei der italienische Geschmack sehr, sehr stark, auch operistisch, aber auch als Inspiration. Wenn Sie ganz genau denken, dass fast alle Mozart-Klavierkonzerte länger sind als die Mozart-Sinfonien. Ja. Das ist doch sehr interessant. Ich glaube, die Länge im Fall von Beethovens Violinkonzert kommt auch von dieser neuen Art, die Violinsolo darzustellen, wobei die Sonataform eigentlich vollkommen in ein konzertantes Stück genommen ist. Und ist nicht mehr nur ein Teil Exposition, ist eine Sonataform im ersten Satz mit doppelten Expositionen sogar. Und in sich, ich kann nicht sagen, dass ein Konzert eine Symphonie sein kann, aber eine symphonische Attitüde, das ist sehr interessant, wie man das spüren kann beim Komponisten, die grundsätzlich große Symphonie geschrieben haben. Die machen das auch, wenn die ein Konzert schreiben. Man hat durch die Geschichte, und wir wissen ganz genau, auch die Rienzi-Ouvertüre wurde missbraucht in den 20. Jahrhundert, sowohl die Le Prélude von Liszt und so weiter, das wissen wir, wir können gar nicht davon. Beethoven, zweiter Satz von 7. Sinfonie, war das immer in Sowjetunion, als einer der Generalsekretäre gestorben ist und so weiter, da haben wir eben das gespielt. Wie die Gesellschaft die Musik manipuliert, es ist eine andere Sache. Unsere Aufgabe ist, diese Musik zurück an die originale Wurzeln zu bringen und einfach die Ehrlichkeit einer Interpretation wieder zu bauen. Wenn Sie denken, dass seit 17. Jahrhundert Hamlet als Stück gibt, und jede Generation hat mehrere Hamlets in Deutschland, in England, in Frankreich, in Amerika und so weiter. Das ist, was ein Stück eigentlich perenn hält, ewig macht. Dass es wieder sich anbietet, eine neue Interpretation. Hier muss man ganz deutlich einen Unterschied machen zwischen Tradition. Es war immer so, das ist nicht Tradition, das ist Inertie. Wenn man mit so einem Stück wirklich frisch anfangen kann. Und wir können auch nicht immer behaupten, ich weiß, es gibt diese Legende, ich mache nur, was der Komponist geschrieben hat. Natürlich, aber musikalische Sprache kann man nicht alles schreiben. Muss man spüren, muss man wirklich sein Blut und Körperlichkeit dem Komponisten widmen. Man soll eigentlich sich wohnen lassen, einwohnen lassen, vom Geist der Komponisten. Das ist Interpretation. Der Rest ist einfach nur eine mechanische Reproduktion und man macht manchmal Behauptungen, ja, das ist absolut original, um Gottes Willen. Wer weiß, es war keine Elektrizität, es war keine Heizung, wie die Instrumente eigentlich waren. Und interessant ist nicht, was die Komponisten gehört haben während diesen Lieden, sondern was die Komponisten geträumt haben, über die Ewigkeit ihrer Kreationen. Ich freue mich wieder mit der Sergei Kachatrian. Ich kenne ihn seit sehr vielen Jahren, als er sehr, sehr jung war. Wir haben auch Beethoven, wir haben auch Brahms in Wien zusammen gemacht, Sibelius und so. Er ist unheimlich überzeugend und eine große Persönlichkeit. Ist jemand, der wirklich sehr respektvoll an die Tradition sich widmet und trotzdem lässt er Raum um seine eigene Interpretation. Und wir spielen das zusammen, weil es gibt natürlich auch eine gewisse Chemie. Und ich hoffe, das Publikum wird das ganz genau spüren. Leishalle ist, ich habe es immer gesagt, das ist wie ein Stradivarius Hamburgs. Es ist eine der besten Säle Europas.